calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown. Tanzen, sagt sie, ist das Einzige, was ihre Seele wirklich glücklich macht. Hier in Istanbul kann Sabah Bagheri das machen, wann immer sie will. Und trotzdem wäre sie lieber zu Hause im Iran. Dort konnte sie es nur in ihrem eigenen Zimmer tun und Videos davon auf Instagram stellen. Doch selbst das war nicht sicher, denn Frauen dürfen nicht tanzen in der Islamischen Republik und auch ihre Familie war dagegen. Ein Familienmitglied hat mich an die Cyberpolizei verraten. Er ist auf die Wache gegangen und hat sie darum gebeten, mich dazu zu bringen, damit aufzuhören. Sie haben mich 5 bis 6 Stunden lang verhört und dann in einen Raum gebracht, um ein erzwungenes Geständnis aufzuzeichnen. Dazu haben sie mir einen Chador gegeben, ein Mikrofon daran gemacht und eine Kamera auf mein Gesicht gerichtet, damit ich meine Reue ausdrücke für das, was ich getan habe, fürs Tanzen. Sabah aber bereute das Tanzen nicht und floh 2020 in die Türkei. Von hier aus beobachten sie und ihre Freunde genau, was in ihrem Heimatland passiert, wo Frauen das Tanzen zu einer Waffe gemacht haben gegen die Islamische Republik. Dieses Video aus dem Teheraner Stadtteil Ekbatan ging viral. Als die Frauen darin verhaftet wurden, zogen andere nach und zeigten damit ihre Verachtung für die strikten islamischen Gesetze des Landes und für das Regime, das sie durchsetzt. Sabah ist stolz auf sie. Vielleicht sagen Menschen im Rest der Welt, was für eine Art von Widerstand ist das denn? Aber wenn man fürs Tanzen bestraft wird, dann ist es eine Art von Widerstand. Von Istanbul aus kann Sabah sich dem Widerstand nicht anschließen. Zurückzukehren wäre ja zu gefährlich für sie, weil das Regime sie schon im Blick hat. Und so arbeitet sie stattdessen 6 Tage pro Woche in einer türkischen Fabrik, um zu überleben. Die Nachrichten aus der Heimat aber geben ihr Hoffnung. Der Widerstand der Männer und Frauen, die nicht mehr unter der Last der Unterdrückung leben wollen, zeigt die Zukunft Irans. Die jungen Menschen dort sind sehr kunstbegeistert. Sie tanzen gerne. Sie mögen Musik, singen und so weiter. Und in einem freien Iran können sie alle glücklich sein und tun, was sie möchten. Sobald das passiert, will Sabah zurückkehren in ihre Heimatstadt Mashhad, um ihre Liebsten wiederzusehen. Auch das Familienmitglied, das sie an die Polizei verraten hat. Sie ist bereit, sich zu versöhnen und zu verzeihen, solange sie und alle anderen Iraner frei sind.